Coole Videos um 19 Uhr. Für euch im Studio die Kapelle für die zweite Welle. Und immer noch abgesagteste Band der Welt, Leger. Buenos Lockdownos, muchos compañeros Legeros. Das war scheiße. Ja, das was der Olaf sagen wollte, ist: Guten Tag. Schön, dass ihr alle da seid. Wir begrüßen euch zum 101. Mal in der zweiten Welle von dieser Couch in unserem Quarantanamo-Studio. Eigentlich ist es so, wir haben nur 150 Videos für die zweite Welle gebucht. Es wird langsam mal Zeit für die dritte Welle, finde ich. Ach so, hast du heute Morgen nicht gelesen? Dritte Nein. Welle? Wann kommt hier der Typ, der immer alles so schlecht sieht. Wie heißt der? Lauterbach. Du hast ihn letzte Woche mehrfach zitiert. Lauterbach. Ja, der sagt, wenn das jetzt locker wird, dann haben wir in 4 Wochen wieder die dritte Welle. 4 Wochen, 28 Videos, das tut's locker. Kein Problem. Apropos locker, habt ihr auch das Problem, zwischen einem gelockerten Lockdown und einem total downgelockten Lockdown die Unterschiede zu erkennen? Ich, ja. Wir machen uns hier locker und spielen für euch 2 Lieder, die zu diesem schönen Tag passen. An der Stelle, ich habe gestern was vergessen. Die Dani ist gefunden worden. Die Dani hängt in der Haaskampstraße. Das sieht so aus. Das heißt, ihr könnt jetzt auch in die Haaskampstraße fahren und dort der Dani huldigen, wenn ihr möchtet. Was sollen die Leute an deinem Bild tun? Oh, stellt eine Kerze hin. Wie gesagt, egal ob locker oder Lockdown, wir sitzen hier für euch. Und oder kauft euch ein Bier. Das ist nämlich direkt daneben, ist nämlich ein Kiosk. Das macht sehr viel Sinn. Und dann zieht ihr mit dem Bier und dem Bollerwagen irgendwie die 500 Meter zum Hauptbahnhof, wo ich hänge. Und da könnt ihr das dann austrinken. Ach, außerdem hängen die Daniel und ich inzwischen auf dem großen Gruppenfoto, das wirklich, ich weiß nicht, hunderte Male hängt in Aachen. Ja. Riesiges Foto, wir sind unten links, die zwei. Aber man erkennt uns, wir sind die beiden. Ihr versteht. Wir haben 2 Lieder für euch, die beide einen wichtigen Platz in der legeren Geschichte belegen. Denn die meisten von euch wissen es, als wir damals Fernsehstars waren, war das erste Lied, was wir im Fernsehen performt haben, das folgende Lied. Wir waren, wie lange Fernsehstars? 3 Minuten etwa. Bei Sat.1 im Frühstücksfernsehen. War das, hieß das Frühstücksfernsehen? Ja. Frühstücksfernsehen. Morgens um 5:30 oder so durften. Es ist mal wieder Zeit für eine klitzekleine Panik. Drum zieht euch eine Maske auf zum Schutz gegen die Viren. Und dann macht alle mit bei unserer klitzekleinen Panik. Mit Nudeln und mit Klopapier kann euch nichts passieren. Die legeren Masken immer noch von der fantastischen Firma Kakose. Ich glaube, die Würstchen sind schlecht. Wo waren wir dran? Wir waren 3 Minuten Fernsehstars im Frühstücksfernsehen bei Sat.1. Ja, das war die berühmte Geschichte, wo wir abends nach Berlin fuhren und angerufen haben im Hotel, ob sie denn für uns das Zimmer auch noch ein paar Minuten länger halten könnten. Und die uns dann sagten, nein, leider gibt's gar kein Zimmer für euch. Das hat Sat.1 wohl verbockt. Und dann haben wir bei Sat.1 angerufen. Die haben gesagt, alles klar, kein Problem. Wir geben euch ein neues Zimmer. Wir bekamen ein Zimmer im Clipper City Home. Ein sehr schönes Hotel. Und wir kamen dort an und man sagte uns, es gibt leider keine Zimmer. Es war Berlinale, es war im Februar, glaube ich. Ihr müsst ins Penthouse. Und ich meine, wir waren Fernsehstars, wir waren das so ein bisschen gewohnt. Wir haben uns dann in diesem Penthouse
durften verlaufen. Ja, verlaufen. Riesending. Das Einzige, was nicht groß war, war die Badewanne. Aber das ist eine andere Geschichte. Dieses Lied spielten wir bei Sat.1. Ja, wir haben tatsächlich, es ist ein Rätsel für euch. Die Dani hat einen Lückentext gesungen. Es fehlen zwei Worte, die von euch einzusetzen sind. Schickt uns sicher, dass es nur zwei Worte waren? Ich glaube, es waren nur zwei Worte. Das wäre eine ganze Strophe. Ja, sag das nicht, sonst sieht Karl Lauterbach das kritisch. Das wird er nämlich tun, denke ich. Was tun wir? Ich mache ein Bilderrätsel. Komm, ich habe mir ein... Das ist ein leichtes Bilderrätsel, wie ich finde. Nachdem es beim letzten Mal hieß, es wäre so ein schweres Bilderrätsel gewesen. Wir haben vier Bilder und eins gehört nicht in die Reihe. Welches Bild könnte nicht zu den anderen passen? Wir haben da außen zwei Damen, was tun die? Wir haben hier eine sehr fragwürdige Sportart. Es geht um die Leute, um diesen Menschen, der da rechts steht. Was ist das für einer? Wir haben hier einen Charakter aus einer berühmten Disney-Filmreihe. Und wir haben hier, ich würde mal sagen, ein Naturwunder. Einen ganz besonderen Ort auf dieser Welt. Schaut euch das an, sagt uns, welches dieser vier Bilder nicht in die Reihe gehört. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir 111 Mal Kochen für Leger. Das zweite Lied, das wir heute für euch dabei haben, ist auch ein Lied, das in unserer Historie sehr wichtig ist, denn es ist ein Lied, das wir auf unserem ersten Konzert schon dabei hatten, am 6.11.2004 im Schealito in Lichtenmusch. Es ist außerdem das erste Lied, das wir jemals in einem Tonstudio aufgenommen haben. Das war auf unserem allerersten Demo, war es drauf.
Und es ist das erste Lied gewesen, das wir jemals auf YouTube gestellt haben mit einem Video. Aber auch schon 14 Jahre her, 2007, ich glaube ja. Ihr könnt es nachgucken, wir sitzen da auf dem Hahner Markt. Ja, hier für euch. In der Sonne. Ein Lied aus einem wunderschönen Film. Und Einhörner gehen ja sowieso immer. Unicorn. Das letzte Einhorn. Und es sparkelt sogar, es glitzert. Es ist ein glitzerndes Einhorn. Ich glaube, den guck ich schon ab. Ja, gleich schaltet die Dani rüber auf das letzte Einhorn, wo immer das laufen mag. Das war es auch schon wieder mit dem coolen Video am Freitag, dem 5.3. Habe ich gar nicht gesagt am Anfang. Haben wir die Marion gratuliert? Nein, natürlich nicht. Weil ich ja nicht gesagt habe, dass es der 5.3. ist. Ah, es ist der 5.3. und wir gratulieren die liebe Marion in Chemnitz. Happy Birthday. Wir gratulieren der. Habe ich doch gesagt. Die, habe ich die gesagt? Ja. Das ist der 5.3. und wir gratulieren der lieben Marion in Chemnitz. Ihr merkt. Happy Birthday. Wir würden gerne als arme Künstler, wir müssten dringend ein Grammatikbuch für Frau Müllians kaufen. Und dafür gibt es diesen virtuellen Hut. Falls ihr ein bisschen Spaß hattet an dem, was wir hier machen, könnt ihr da etwas hineintun. Da freuen wir uns sehr. Ich habe versprochen, dass es gute Neuigkeiten gibt heute. Und ich weiß nicht, ob das gute Neuigkeiten für euch sind. Für uns sind es so ein bisschen gute Neuigkeiten. Nächste Woche Dienstag, also jetzt nicht kommenden Dienstag, sondern danach den Dienstag, also in 11 Tagen, am 16. feiern wir ein Jahr Lockdown. Und das machen wir mit einem Live-Konzert von unserer legeren Probebühne. Das heißt, wir gehen auf unsere legere Probebühne, schalten einen Livestream. Ihr könnt alle dabei sein. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, dass wir wieder mitlesen können, was im Chat passiert. Und ich denke, 19 Uhr, oder was hat man gesagt? 19 Uhr. 19 Uhr, wie man das so kennt. Dienstag, der 16.3. 19 Uhr spielen wir auf der legeren Probebühne ein Konzert und da packen wir nochmal alles aus, was wir so vergessen haben. Das wird super. Mega wird das. Und bis dahin sehen wir uns morgen zum coolen Video um 19 Uhr am Samstag und ihr bleibt gesund. Das ist
es im Frühjahr kein Klopapier gab, lag das am Coronavirus. Die Leute fluchten denn auf Nudeln und Mehl, die bekam man sehr schwer, doch blieben wir.